So, die ersten Ballen hier sind gepresst, einfach mal testeshalber hier. Das Ganze mit der Krone Big Pack. Und wir sind etwas in Eile, da es eigentlich gleich regnen soll. Und Regen wäre nicht gut, weil da unser Schwarz zerstört wird. Zumindest unser Strohschwad. Und dann können wir das Ganze hier vergessen. Damit erstmal recht herzlich willkommen hier zurück auf der Talbach. Oder generell recht herzlich willkommen auf der Talbach für diejenigen, die mich zum ersten Mal schauen. Wir springen jetzt hier gleich mal wieder rein. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nur mal einen kleinen Test gemacht und fahren mal rüber zum anderen Feld. Denn wenn ich dort genug Ballen rausbekommen sollte, dann könnte ich hier mit der Premus arbeiten und Strohpellets machen. Ich habe das Ganze jetzt lediglich nach dem Dreschen nochmal zusammengeschwadet, dass das etwas größere Schwadhäufchen sind. Und das steckt der Kollege hier auch ganz gut weg. Da können wir mal hier kurz das Fenster zumachen. Es ist auch etwas leiser. Und bevor ich es vergesse, mal lieber das Radio hier aus. Nicht, dass ich irgendwie drauf komme und es geht an. Wäre ja schon wieder blöd. So, also wir fahren mal eben schnell rüber. Und dann schauen wir mal. Die Beleuchtungsanlagen hier überall auf den Straßen sind auch schon an. Was eigentlich immer kurz vor Regenbeginn der Fall ist. Ich habe jetzt hier immer noch die Nokian-Reifen drauf und keine klassischen Stollenreifen. Das werde ich aber noch ändern. Nur wie gesagt, jetzt bin ich gerade in Eile. Jetzt ziehen wir das mal eben schnell durch. Die Ergebnisse von der Ernte könnte ich euch jetzt eigentlich auch gleich mal noch durchgeben. Ich habe das eine Feld gemeinsam mit euch im Livestream gemacht und das andere Feld dann allein für mich. Und bei dem Feld vom Livestream, wo wir jetzt gerade losgefahren sind, sind 56.124 Liter. Und das Feld, wo wir jetzt hinfahren, 42.528 Liter. Also gute 100.000 Liter von beiden Feldern. Das ist mal gar nicht so schlecht. Allerdings nur mit einer Düngung. Deshalb schauen wir mal, inwiefern wir das Ganze noch besser optimieren können. Jetzt gibt mir hier mal ein bisschen Gas. Also als Fazit vom Dreschen auch nochmal für mich, ich brauche definitiv mehr Leistung als 170 PS und definitiv ein breiteres Schneidewerk. Mal 4,5 Meter geht schon, aber es zieht sich halt ein bisschen, ne? So, da klappt mal hier die Presse schon mal aus. Und schalten Sie mal an. Pickup runter, sehr schön. Und Tempomat haben wir auf 18 km/h. Ne, auf 15. So, ab geht er. 15 reicht uns aber auch. 50 Ballen können wir hier mit einer so einer Ladung. Ich habe das Gerät natürlich wieder gemietet. Pressen. Drei Ballen haben wir schon weg. Und ihr seht, mit 15 km/h ist das ja null Problem. Auch das ist zusammengeschwadet hier. Wir haben einen schönen breiten Pickup. Der nimmt das easy. Also schauen wir mal, wie viel Ballen wir hier rausbekommen. Wir beginnen bei 47, also jetzt haben wir schon mal einen. Und das sind ja auch 5000, über 5000 Liter pro Ballen. Deshalb brauchen wir vielleicht gar nicht so ewig viele. Mal schauen. Es geht jetzt hier auf jeden Fall rucki zucki. Ja, es ist die ganz normale Presse vom Strohbergungs-Addon. Es ist jetzt kein besonderer Mod oder dergleichen. Die ist aber von der Funktionsweise her super und völlig ausreichend.
Also wir brauchen ja nicht mal mehr Allrad. Der Fendt 700er, der Vario, den ich jetzt hier habe, der hat 280 PS. Die sind auch auf jeden Fall benötigt. Ich glaube 260 PS braucht die Presse. Also ist zumindest die Leistungsangabe im Shop, was der Schlepper haben sollte. Mit 280 PS ist man hier auf jeden Fall easy dabei. So, schauen wir mal. Der wirft hier gleich ab. Wunderbar. Und wir sollten das Ganze auch noch vom Regen schaffen, weil die Ballen, wenn die dann jetzt hier nass werden, ist das natürlich auch nicht so geil, weil in der Realität ist es ja zumindest so, dass das Ganze dann schimmeln könnte. Hier im Spiel ist das, glaube ich, nicht so. Ich glaube, den Ballen, also dem Schwad tut Regen auf jeden Fall nicht gut. Der verschwindet dann schlicht und ergreifend oder reduziert sich auf ein minimales runter. Also zumindest ist das jetzt hier im Season Mod so, in dem More Realistic und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Vanilla Game ist, aber unter MR und Season ist das so. Und dann hätten wir im Prinzip alles verloren, was den Schwad angeht. Das wollen wir natürlich nicht. Und wenn die Ballen gepresst sind, dann sind die ja gepresst. Und wenn die dann ein bisschen nass werden, ist das natürlich nicht geil. Aber die kann man dann jetzt hier noch ein bisschen zum Trocknen rumliegen lassen. Weil ich weiß nicht, ob ich es vor dem Regen schaffe, die noch einzusammeln. Kann ich nicht genau sagen. Und somit rücken wir natürlich auch unserer Anschaffung der Kühe immer näher. Denn es ist dann jetzt hier letzten Endes die letzte Ressource, die ich noch benötigt habe, Stroh. Hier dann eben in Quaderballenform. Aber damit haben wir alles komplett. Und das heißt, nach dem ganzen Einsammeln und Verladen und so weiter und so fort, kümmere ich mich um den Kuhstall. Sprich einstreuen, Wasser rankauen, Futter machen. Dann holen wir unsere Tiere. Da freue ich mich schon drauf. Die Anzeige, die ihr rechts seht, die kann ich so nicht ausblenden. Gehört hier mit zur Ballenpresse, zeigt im Prinzip die Prozentzahl der Netzrollen, die sich hier in der Presse befinden, und wenn die alle sind, geht natürlich auch nichts mehr. Zeigt zum einen Prozentzahlen, zum anderen in der Anzahl der Ballen, die wir noch pressen können mit der verbleibenden Netzrolle. Also auch ganz angenehm. Ich habe leider keinen Ballenzähler, wie viele ich schon draußen habe, aber wer das einmal eins beherrscht, merkt sich einfach, wo wir gestartet sind und rechnet das dann so runter. Sieben Ballen haben wir demzufolge jetzt hier schon weg und ich nehme mal an, ein paar werden es noch, vielleicht 10 oder sogar mehr. Vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, mit der Premus dann zu arbeiten für, keine Ahnung, 3-4 Schwadbahnen, um Strohpellets zu bekommen. Ich weiß nicht, so viel bekommt man dann wahrscheinlich gar nicht raus. Mal gucken. Ich habe jetzt auf jeden Fall, weil ich im Stream drauf hingewiesen wurde, sieht man rechts im Gearbox Add-on, hat die Getriebeversion 3.1 von Mowgli in Klammern More Realistic von GitHub. Danke nochmal an den Hinweis im Stream. Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, aber vielen Dank auf jeden Fall.
Das verändert noch so ein paar Kleinigkeiten. Das können wir uns gleich nochmal anschauen bzw. anhören, wenn ich hier durch bin. Ist auf jeden Fall ganz cool. Also die Presse ist echt aus dem Strohbergungs-Set-On. Wer es hat, wird das sicherlich wissen, es ist wirklich zu empfehlen. Die macht ordentlich was her. Wir hätten jetzt hier noch die Möglichkeit, oh, es ist laut, hinten dran im Prinzip nicht so einen klassischen Auswurf zu machen, sondern noch so einen Collector, der drei Ballen nebeneinander legt und diese drei dann als ein Element ablegt. Ginge auch, aber dadurch, dass wir dann noch mit entsprechenden Werkzeugen hier arbeiten, brauchen wir das nicht. Ah, hier geht es ein bisschen bergauf, hier kämpfen wir dann schon. Presse ist natürlich dadurch, dass More Realistic Game Engine drin ist, auch More Realistic, der Schlepper hier auch. Was haben wir an Schlupf? 12%, da werden wir dann doch mal den Allrad zuschalten. Hier liegt noch ein bisschen was rum von der Ernte, ich keine Ahnung, wie das schon wieder zustande gekommen ist. Aber okay. So, 10 Ballen haben wir schon weg. Das sind 50.000 Liter Stroh. Da brauchen wir eigentlich auf einem anderen Feld, auf einem anderen Acker drüben nicht noch pressen. Das sollte eigentlich reichen. Ich werde als nächste Getreideart, werde ich denke ich mal die Gerste drauf schmeißen. Und ich habe ja jetzt zum Start weg, will ich mir nur an etwa 20 Kühe holen. Und da brauche ich, denke ich mal, nicht viel mehr. So viel Mischfutter wird es nicht sein. Ja, auf jeden Fall läuft das hier. Das finde ich sehr schön. Und wir haben es geschafft, das Ganze zu erledigen, ohne dass es regnet. Also ich werde dann mal, wir können es uns gleich mal im Shop angucken. Ich mache mal eben noch schnell die eine Bahn. Und dann schauen wir mal eben fix, ob wir die Premos noch zum Einsatz bringen, was sie überhaupt als Mietfahrzeug kostet. Denn allein dieses Teil, mit dem ich hier presse, ist schon, ja, hat seinen Wert, sage ich mal, ne? Da drüben rechts hatten wir, glaube ich, noch eine Bahn. Die wir noch stehen gelassen haben oder ausgelassen haben. Gucken wir gleich mal vorbei und dann laden wir mal das ab, was hinten noch in der Ausgabe drin ist. Genau. Da haben wir noch eine Bahn. Die machen wir noch fix und dann sind wir hier auf dem Feld auch schon durch. Sehr, sehr, sehr schön. Rest, was jetzt hier wie rechts so ein bisschen rumliegt, so eine kleinen, klitzekleinen Überbleibsel, die werden wir einfach dann mit untergrubbern, wenn es soweit ist. So, jetzt möchte ich erstmal schnell schauen, was wir hinten noch drinnen haben. Oh. Achso, aber kann ich auch mal zeigen. So öffnet man die Wände, um die Netzrollen dann
entsprechend austauschen zu können. Ne, da sind die drin. Ganz cool. Cool gemacht. So. Die werden wir jetzt hier noch abwerfen. 5800 Liter sind das sogar. Das Abwerfen funktioniert per Taste Z. Fahren wir mal ein Stück weit vor, damit das schön sauber abgeworfen werden kann. Und jetzt gucken wir mal, ist hier hinten jetzt alles raus oder haben wir da noch, da steckt im Prinzip noch einer drin. Naja, okay. Dann mal noch kurz zum Gearbox 3.1. Letzten Endes ist jetzt als Neuerung für mich hinzugekommen, erstens, wenn ich einen Gang einlege, gibt es da ein entsprechendes Geräusch. Ich bin mal kurz ruhig. Ah, jetzt hat es nicht geklappt, aber einen kleinen Moment. Na, habt ihr gehört? Das ist ganz cool, das haben wir auch, wenn wir im Prinzip von vorwärts und rückwärts übergehen, also Fahrtrichtung wechseln. Da ist das auf jeden Fall dabei. Und was auch ganz geil ist, wenn wir ans Limit kommen, zum Beispiel bin ich jetzt in der Low-Stufe bis 22 km/h und wenn ich da drüber hinaus schieße, gehen wir hier richtig schön in ein Limit rein. Das hört sich dann folgendermaßen an. Hört ihr das? Nicht gesund. Das habe ich vernommen, ansonsten arbeitet das nach wie vor hervorragend. Gibt's nichts zu meckern. Ja, und ich würde mal meinen, wir sind dann hier jetzt auch entsprechend am Ende angekommen, weil das nächste Video wird dann das Aufsammeln sein und jetzt noch mehr zu zeigen. Achso, die Premos wollten wir uns noch angucken, ne? Bevor ich das schon wieder vergesse. Also erstens mal das Big Pack hier, die HDP 2XC, 219.000 kostet die. Und wo haben wir die Premos? Die kostet 280.000. Und als Miete 25.000 Euro fast. Beim nächsten Mal vielleicht. Und das außerdem benötigt 350 PS, da habe ich ja gar nichts für. Kein Schlepper, der das kann. Deshalb, wir bleiben beim Pressen, deshalb machen wir hier einen Cut. Ich muss euch da nicht noch weiter mitnehmen und das unnötig in die Länge ziehen. Auf jeden Fall waren das jetzt hier, oder war das jetzt hier der nächste Schritt. Immer schön Step by Step. Im nächsten Video werden wir das Ganze dann hübsch aufsammeln. Mit den Akkusen. Das sind diese Gerätschaften hier. Ich werde wahrscheinlich die kleinste Variante mit 10 Ballen kaufen. Für 35. Das wird dann der nächste Step sein und dann haben wir etliches im Hof zu tun. So, aber ich danke erstmal recht herzlich fürs Einschalten und auch für euren tollen Support generell auf dem Kanal. Vielen Dank, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss.